Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video in der Schritt-für-Schritt-Reihe rund um PS5. Wir haben ja das Home-Menü gemacht, wir haben ja Barrierefreiheit, Benutzerhandbuch, Netzwerk haben wir als letztes gemacht. Jetzt kommen wir zu Benutzerkonten und also Benutzer und Konten. Da haben wir die Punkte Konto, Datenschutz mit anderen Services verknüpft. Müssen wir kurz warten, dann scrolltet. Da. Andere Log und Einstellungen und Benutzer. So, bei Konto. Wir gehen jetzt die Punkte einfach nach und nach durch. Anmelde-ID, E-Mail-Adresse. Da können wir jetzt unsere, also steht auch da, ändere deine E-Mail-Adresse. Da könnten wir jetzt unsere E-Mail-Adresse ändern. Würde ich nicht. Sicherheit. Stelle Sicherheitsfunktion für dein Konto ein. So, da könnten wir jetzt hier das Passwort ändern. Aktuelles, neues, neues wiederholen. Sicherheitsfrage. Können wir hier eine Sicherheitsfrage festlegen? Mobilfunknummer. Dann können wir jetzt eine Mobilfunknummer hinterlegen, die habe ich ja hinterlegt logischerweise. Verifizierung, SMS senden, aktives Mobiltelefon, da steht dann halt verschlüsselt, dass man nicht jeder sehen kann, die Nummer. Und dann halt nur die letzten vier Zahlen, kann man gucken. Ja, doch, das ist meins. Ersatzcode, kann man dann hier einen Ersatzcode verifizieren, der sieht auch immer anders aus. Nicht. Nee, das ist der. Na egal. Muss ich halt dann blurren. So, weitere Informationen. Hier kommen wir dann halt zum Benutzerhandbuch und weiteren Informationen. Was hier nicht mit bei ist, die Zwei-Phasen-Authentifizierung, warum auch immer, dass man dazu Informationen hat, die habe ich aktiviert. Also ich krieg halt, nee, Quatsch, hier habe ich, doch, hier habe ich einen Code, den ich per SMS bekomme. Und ach so, ja, genau, bei dem anderen Konto, da habe ich Google, wie heißt das, wartet. Da habe ich das mit der Telefonnummer nicht gemacht, weil geht ja nicht, meine Telefonnummer ist ja da schon in dem Konto hinterlegt. Das nennt sich Authentikator. Das ist so eine Art, sieht aus wie so ein Safe-Symbol, also so grau mit Nieten, aber halt so als G von Google gemacht. Und wenn man darauf geht, dann werden halt Codes generiert, also zum Beispiel bei mir bei Facebook, für Facebook, für Sony, also für hier, für mein anderes Konto und dann noch ein paar Webseiten und ein paar andere Sachen. Und da muss ich dann den Code, wenn ich mich dann anmelde auf der PlayStation, nicht nur benutzt, also E-Mail-Adresse und Passwort eingeben, dann fragt er nach dem Code. Hier ist es so, dass ich dann einen Code per SMS bekomme. Auf dem anderen Profil bekomme ich ihn nicht per SMS. Da muss ich dann in den Generator gehen und den Code nehmen, der da steht. Die stehen dann immer nur für 15, 16 Sekunden da oder so. Na, 30 Sekunden? Ne, 30 Sekunden. Bin mir jetzt nicht sicher. Und dann werden die ausgetauscht mit neuen Codes. Also wenn die zu alt sind, kann man die dann auch nicht mehr benutzen. Ändere dein öffentlich angezeigtes Profil. So, da haben wir dann, wie wir es auch bei Profil schon waren, bei Einstellungen können wir unseren Namen ändern. Online-ID können wir ändern, da will ich aber nicht raufgehen, ich will meine Online-ID nicht ändern. Profilbild ist halt das Große. Da haben wir einfach, können wir sagen, wir wollen das Profilbild nicht haben, wir wollen unseren Avatar nutzen. Hier haben wir dann unseren Avatar, den wir auswählen können. Titelbild, da können wir dann das Titelbild halt ändern, können entfernen oder Bild ändern. Ich habe jetzt hier nur zwei Bilder drauf. Und dann kann man das halt ranzoomen, wegzoomen und alles drum und dran und kann sich da sein Titelbild einstellen. Dann hat man hier den Infotext, da kann man reinklicken, dann könnte ich das bearbeiten. Und Sprache habe ich natürlich Deutsch. Ja, aber wir könnten jetzt zusätzliche Sprache noch aktivieren.
Kann ich nicht. Zahlung und Abos. Ja, Zahlungsart hat man dann genau wieder wie beim Store, PayPal oder Kreditkarte. Dann haben wir hier Code einlösen. Also da können wir dann halt, ja, ist halt wie im Store jetzt, halt Gutscheine einlösen und so. Transaktionsverlauf, das hatten wir uns auch schon angeguckt, da können wir fortfahren. Dann sehen wir, was wir gekauft haben und wie teuer das war. Einkaufseinstellung, Passwort an der Kasse benötigt, habe ich ja aktiviert. Geld hinzufügen, Ladeguthaben auf. Da haben wir dann natürlich mehr Möglichkeiten. Wenn wir direkt einkaufen und nichts auf dem Konto haben, da geht dann halt nur mit PayPal und dem anderen, was wir da hatten. Also Kreditkarte und PayPal. Wir können aber Geld auf unser... Geld auf unser PSN-Konto aufladen und dann halt, wenn wir das Geld drauf haben, einkaufen. Das geht dann halt mit Code einlösen. Das sind gute, also diese PSN-Karten. Giropay, Paysafe, Sofort, Klarna. Also Sofortüberweisung sozusagen, Klarna. Und PayMobile, also da ruft man dann irgendeine Nummer an und dann sagt er, ja, wird hier abgezogen, oder man muss sagen, wie viel man abgezogen wird und dann wird von der Handyrechnung abgezogen. Das geht halt auch. So, Abonnements sind halt meine Abonnements. Halt PSN läuft, also PS Plus läuft. Das läuft nicht, das hatten wir ja in einem der vorigen Videos schon alles durchgekaut. Spiele und App-Services, das ist neu, das war da nicht drin. So, da haben wir dann hier unsere Spiele. Und wir gehen mal ganz oben, Assassin's Creed. Da ist dann halt, wie ihr seht, Spiele und App-Services, heißt halt, wir haben den Season Pass von Assassin's, also wir haben Assassin's Creed 3 durch den Season Pass. Von, was war denn das? Assassin's Creed, durch welche Assassin's Creed haben wir denn? Warte mal, was war denn das? Durch welche haben wir denn Assassin's Creed 3 bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube durch Griechenland. Da haben wir Assassin's Creed 3 bekommen und Assassin's Creed Liberation. Uplay Passport, ja, dann können wir sehen, 2013. Na, Black Flag. Titel, Season Pass, das ist halt der Season Pass von Black Flag. Watch Dogs, das ist der Season Pass von Watch Dogs, also Watch Dogs 1. Da steht halt auch das Datum. Ach, Crew hatte ich auch. Achso, das hat. Ja, ich hatte den verkauft. Das sind so die Orte. Na egal. Haben wir denn noch was Aktuelles? Hier Division 1. Achso, das ist ja Division 1. Ja, ist auch alles PS4. Mensch. Oh. Assassin's Creed Valhalla, den Season Pass, das ist aber glaube ich die PS4-Version. Und das ist die PS5-Version. Assassin's Creed Valhalla, Season Pass, PS5. Ah, guck mal, da sieht das Bild auch schön aus. Ach Mensch. So. Datenschutz. Da kommen wir zum. Hatten wir ja auch schon bei Profileinstellungen mit bei und so. Da könnt ihr dann einstellen, wer was sehen darf. Also das heißt, wer eure Spielebibliothek, also praktisch die Spiele, die ihr gespielt habt, sehen darf, wer euch ein Freundschaftsangebot schicken darf. Wer eure Trophäen sehen darf, wer euren echten Namen sehen darf und. Das könnt ihr hier alles einschalten. Ihr könnt auch alles einfach nur blocken, dann kann euch auch keiner sehen und keiner eine Freundschaftsanfrage schicken. Ah,
hier ist das durch das Profil anpassen. Ich bin für Freunde da. Man kann auch gesellig und offen machen, da ist alles offen. Oder halt nur für sich, da ist alles zu. Das ist halt, diese Profileinstellung kommt halt als erstes, wenn man die PlayStation anmacht und dann praktisch die PlayStation-Taste drückt und dann sein Konto einrichtet und so. Dann kommt als erstes diese Profile und die kann man dann, aber wenn man das ausgewählt hat, danach kommt dann halt das und dann kann man das immer noch anpassen und sagen, ey, ich bin zwar jetzt für keinen offen und keiner soll irgendwas von mir sehen, aber ich möchte gerne Freundschaftsangebote zulassen und dann kann mir jeder oder Freunde, die ich schon habe, von Freunden, die können mir dann Freundschaftsangebote schicken. Und Daten, die du zur Verfügung stellst, hilft PlayStation, Erlebnis noch besser zu machen, um Service zu optimieren. Ich teile alles. Man kann auch begrenzt machen, aber ich teile alles. Ich will, dass Sony dadurch lernt und besser wird und halt das Erlebnis mit der PlayStation besser wird. Vielleicht mehr Speicher einbaut, wenn sie sehen, dass das immer voll ist. Personalisierung. Ja, da kann man dann hier Kaufempfehlungen und personalisierte Werbung anschalten. Habe ich auch alles an, weil ich neugierig bin, was mir so gezeigt wird. Da sind manchmal gute Sachen mit bei, was ich so mir jetzt nicht selbst angeguckt hätte oder wo ich nicht mal einen Trailer irgendwas mitgekriegt habe und dann steht dann im Menü, habe ich dann eine Werbung. Finde ich ganz gut. Sprachdatenerfassung. Das, was sie da gesagt hatten mit dem Audio-Chat. Deine Sprachdaten zur Verbesserung schon Sprachfunktionen nutzen. Deine Sprache nicht. Ja? Aber ich habe kann von mir aus verbessert werden. So, mit anderen Services verknüpft. Spotify, Twitch. Hier war früher auch mal Facebook mit bei. Das haben sie aber rausgenommen, schon bei PS4-Zeiten. Twitter und YouTube. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Twitch gehen, ja, Kontoverknüpfung aufheben, da können wir sie dann aufheben, will ich ja nicht. Und das heißt, YouTube und Twitch, wenn wir jetzt Stream anmachen wollen, also wir sind im Spiel und drücken hier die Share-Funktion und sagen, wir möchten Stream, werden euch diese beiden angezeigt. Und die sind ja auch hier verknüpft. Die kann man auch vorher noch in einem Stream-Menü einstellen. Twitter ist für Sachen zum Hinschicken, wenn man jetzt zum Beispiel Screenshots hat oder Trophäen-Videos oder kleinere Videos kann man und man geht auf Teilen, da kann man sagen, man möchte zu Twitter teilen. Und dann wird es zu Twitter geteilt. Spotify ist die Musik, da lädt man sich die App einfach runter, meldet sich an und es taucht dann natürlich auch hier auf mit verknüpft. So, andere. Konsolenfreigabe und Offline-Spiele. Erlaube allen, die die PS5 benutzen, deine Spiele zu spielen und deine Medien wiederzugeben. Jo. Ah, da kann man jetzt dazu sagen, möchtest du Konsolenfreigabe und Offline-Spiele deaktivieren? Wenn du dies tust, kann kein Benutzer auf dieser PS5 mehr deine Spiele spielen. Das heißt, wenn ich das deaktivieren würde, warum soll ich hier unten gehen? Ich habe ja hier verschiedene Benutzer. Meine Tochter und meine anderen Profile. Wenn ich jetzt zum Beispiel über dieses Profil mal spielen will, um in einem Spiel was zu testen, ob sich das lohnt, darüber ein Video zu machen oder so, könnte ich dieses Spiel nicht spielen, weil ich ja meine Spiele immer auf meinem Hauptprofil kaufe und installiere. Könnte ich, wenn ich das jetzt deaktiviere, könnte ich das auf den anderen Profilen nicht machen. Deswegen. Lassen wir das natürlich aus. Quatsch, nicht deaktivieren, sondern. Also nicht deaktivieren steht immer, obwohl man einfach auch Kreis drücken kann, so rausnehmen. Lizenzen wiederherstellen, das mache ich jetzt nicht. Das hat, wenn ihr mal Probleme habt, zum Beispiel ihr habt ein Spiel gekauft im Store und ihr könnt es auf einmal nicht mehr spielen, weil es euch angeblich nicht gehört. Dann müsst ihr hierher gehen und Lizenzen wiederherstellen.
Und dann überprüft er alle eure Lizenzen, die ihr habt, und guckt nach, ach doch, du hast die gekauft, und dann könnt ihr das wieder spielen. Das habe ich am Anfang von der PS5 ein, zwei Mal gebraucht, weil ich die PS4-Spiele ja mitgenommen habe mit der Festplatte. Und die hat auch, konnte die auch teilweise starten. Aber bei einigen Spielen hat er diese Informationen von Sony nicht runtergeladen oder nicht aktualisiert. Und dann stand da, ich kann das Spiel nicht spielen. Dann habe ich einfach eine Lizenz wiederherstellen. Und dann werden hier so ein paar Daten auf der Festplatte gespeichert. Als Erinnerung, ja doch, das kannst du spielen, das darfst du spielen, das ist dein Spiel. Und dann funktioniert das auch wieder. Abmelden. Ja, da sind wir jetzt abgemeldet von unserem Konto. Ach Quatsch, nicht Familie. So, und dann müsste man sich dann halt wieder über die PlayStation-App anmelden. Ich kann auch keine Lizenz mehr wiederherstellen. Das funktioniert einfach nicht, weil ich habe mich abgemeldet. Also ich bin vom PSN abgemeldet. So, ihr seht auch hier unten. Ich habe nicht nur Internet ausgemacht, ich bin komplett abgemeldet. Mein Profil steht zwar noch da, ich kann aber auch keinen Status ändern, weil ich offline bin. So, also melden wir uns natürlich wieder an. Also gehen wir einfach hier auf Anmelden. Und jetzt müssen wir uns anmelden, jetzt müssen wir uns mal unser Passwort eingeben. So. Und jetzt kommt dieser Verifizierungscode, wie ich es euch hier gesagt habe. Da kriege ich jetzt eine SMS von Sony. So, da steht ein Verifizierungscode drinne. Den müssen wir jetzt eingeben. Der sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Früher stand der zusammen. Jetzt haben wir hier vier, so eine Kästchen mit einem Kreuz drin. Und dann zwei Kästchen, eine Nummer, zwei Kästchen. Also das ist halt ein bisschen sehr kurios, wie sie das jetzt gemacht haben. Ach Quatsch, halt doch. So, und schon sind wir wieder angemeldet, dein Konto sichern, zack. So. Und schon sind wir wieder angemeldet. So, Login-Einstellungen. Den Punkt empfehle ich euch, wenn ihr mehrere Konten habt, den automatisch bei PS5 einloggen. Ja. Beim Einschalten der PS5 automatisch dort einloggen. Um Funktionen zu nutzen, muss man Bluetooth eingeschaltet sein. Also mehrere Benutzer auf der PS5 registriert, kann nur der letzte Benutzer, der die Einstellung aktiviert hat, automatisch eingeloggt werden. Also praktisch, ich habe es bei allen Profilen hier angeschalten und sobald, also mit dem Profil, wo ich offline gehe, also mich ausschalte, das wird automatisch eingeloggt. Hier könnte man jetzt noch ein Login-Passwort setzen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ja, du kannst, die Profile sind zwar alle offen, aber bevor du dann trotzdem reingehst, ein Passwort setzen. Ja, das halt zum Beispiel, ihr habt ein Kind zu Hause, bei meiner Tochter brauche ich mir da keine Sorgen machen, ihr Profil ist eingestellt über die Familieneinstellung, da hat mein Profil, da habe ich mein Profil ja auch drauf, dass ich meine Spiele mitnutzen kann, da habe ich aber ein Passwort, so wie hier, gemacht, damit sie halt nicht in mein Profil geht, weil sie hat nur ein paar Stunden Zeit zum Spielen. Und natürlich begrenzt auf ihr Alter. Das macht Sony aber automatisch, was ich sehr gut finde. Kommen wir am nächsten Punkt, im nächsten Video noch dazu. Aber wenn ihr das natürlich so habt, dass euer Profil auch auf dem Profil
auf der PlayStation eures Kindes ist, damit sie eure Spiele mitbenutzen kann, dann bringt das nichts. Weil dann geht sie einfach in euer Profil rein und spielt da mit 14 Jahren irgendwelche 18er-Spiele. Deswegen sichert euer Profil am besten mit einem Passwort. Nummer sicher gehen. So, dann, wie gesagt, Benutzer. Haben wir hier halt meine Benutzer, die ich auf dieser PS5 aktiviert habe. Die können untereinander auch alles tauschen. Also ich kann mit jedem hier alles auf meiner PS5 spielen. Ich kann auch mit jedem von diesen hier Online-Spiele benutzen. Deswegen habe ich ja auch mein Profil bei meiner Tochter drauf auf der PS4. Sie kann halt dadurch mein PS Plus mitbenutzen. Also nicht mitbenutzen, so wie ihr denkt, also dass sie die Spiele auf ihren Account laden kann. Nein, diese Online-Feature, dass man PlayStation Plus braucht, um online spielen zu können, habe ich bei meinem Profil. Meine Tochter hat das ja nicht, die hat kein PlayStation Plus. Aber dadurch, dass mein Profil da drauf ist und als primäre PS4 und so ist, kann sie das halt mitbenutzen. Und kann dann praktisch, ja, Online-Spiele spielen. Also natürlich nur die für ihr Alter geeignet sind. So, das war es auch zu Benutzer und Konten. Wir kommen im nächsten Video zur Familienverwaltung. Das wird nochmal sehr interessant für euch. Denke ich mal. Das habe ich alles optimal eingestellt. Ich habe da jetzt auch ein bisschen was verändert, um euch das euch ein bisschen was zeigen zu können. Ja, dann würde ich mich jetzt, also da ist so Familie und Kindersicherung heißt das. Das ist halt auch Kindersicherung, also dass ihr sagen könnt, nur bis 12 spielen, ihr könnt die Zeit einstellen. Kommen wir dann zu, ist wirklich fantastisch, was Sony sich da einfallen lassen hat. Bin ich sehr begeistert von. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.